Wenn man sich Resultate anschaut, in Dortmund gewonnen, in Leverkusen, zu Hause gegen Hoffenheim, Bergamo noch im Europapokal auswärts. Nein, die sind wirklich gut unterwegs. Ja, und dann verfügen sie über individuelle Qualität, Unterschiedsspieler. Sie sind mit dem Ball sehr präzise, haben da auch eine gute Mischung zwischen, wie soll ich sagen, Gegner versuchen ein bisschen zu locken oder dann schnell hinter die Kette zu kommen. Wir brauchen ein optimales Spiel, um da für die Überraschung zu sorgen. Aber Elfmeterschießen wird sicherlich ein Punkt sein, den wir noch ansprechen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch jeden mal noch einen Elfmeter schießen lassen. Dass er ein Gefühl dafür bekommt, muss dann natürlich auch um was gehen. Da gibt es viele Dinge. Was in die Mannschaftskasse? Ja, ein Essen, ein kleines, für zwischendurch eine Pizza mal. Aufräumen ist auch immer wieder eine Möglichkeit.